So, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D Land. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal durch mit dem ersten Level in der fünften Spezialwelt. Und gehen uns nochmal kurz an die Steuerung. Weil ich habe zwischendurch auch noch ein bisschen New Super Mario Bros. 2 gespielt und da ist die Steuerung etwas anders, glaube ich, was die Tastenbelegung angeht. Und ja, ich hoffe, da oben ist jetzt nicht die Sternmünze, weil da komme ich nicht hin. Aber gut. Ja, das hier ist wieder so ein schönes Level. Ich mag ja diese Level sehr. Und man sehr darauf achten muss, wie man springt. Und ich bin schon wieder klein, das gefällt mir nicht. Oh ja. Ja, und um meiner Freude wirklich auch Ausdruck zu verleihen, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe einen Tanuki-Anzug und hier gleich schon die Checkpoint-Fahne. Das ist genial. Ja, da kann ja jetzt eigentlich schon nichts mehr schief gehen. Es sei denn natürlich, ich verliere hier meinen Anzug auf. Ganz. Okay, das geht in die Richtung. Ja gut, ich habe meinen Anzug gerade verloren. Das ist jetzt aber noch nicht so schlimm. Ich muss jetzt halt nur aufpassen. Da hinten ist die letzte Sternmünze, die ich noch brauche. Schauen wir mal. Am besten so. Da komme ich nämlich da hinten hin. Ach, gut, 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 gut. Bisher sind wir auch noch nicht gestorben. Das kommt dann gleich. Oder auch nicht? Ha, das erste Level ohne zu sterben. Ist das geil, oder nicht? Ja, ich habe mich innerlich schon darauf vorbereitet, dass ich in dieser Welt eigentlich sehr häufig sterben werde. Sollte dies nicht der Fall sein, freut es mich natürlich umso mehr. Sollte das der Fall sein, bin ich ruhig und entspannt. Und ich habe ja versprochen, ich werde auch nicht jammern. Und das halte ich ein. Ich jammer in diesem Let's Play garantiert nicht darüber, dass ich so oft sterbe. Ich bin auch heute ein bisschen fitter als im letzten Part. Von daher versuchen wir einfach mal unser Glück. Schauen, wie weit wir hier kommen. Na, schade. Okay, das war leider klar. Vielleicht hier einfach mal den One-Up-Pilz einsammeln. Das könnte durchaus hilfreich sein. Außerdem haben wir hier eine Checkpoint-Fahne. Das heißt, wir sind wieder groß. Jetzt sind wir wieder klein. Das macht uns nichts. Okay, es macht uns doch was. Wären wir groß gewesen, hätten wir uns den Tod wenigstens gespart. Aber was soll's. Selbst ist der Mario. Machen wir es diesmal besser. Ja, so zum Beispiel. Gucken, dass wir hier die letzte Sternmünze auch noch bekommen. Dann ist alles in Butter. Die muss ja... Da ist es schon. Ach, guck mal. So einfach kann es gehen, ne? Okay, das ist nicht das Problem. Das war mir relativ klar. Mir ging es aber nur darum, hier jetzt schnell weiterzukommen. Ohne hier groß zu sterben. Und das hat auch wunderbar funktioniert, ja? Den einen Tod, den verschmerze ich gern. Dafür habe ich alle drei Sternmünzen die Fahne erreicht und zwei Level innerhalb von weniger als 5 Minuten. Ja, wir rushen hier durch. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Es kann nämlich sein, dass ich gleich eine Minute zwei von meinem Let's Play cutten muss. Oder ihr hört mir beim Telefonieren zu. Das kommt immer drauf an. Ich erwarte nämlich einen Anruf. Einen sehr wichtigen Anruf. Der sagt mir nämlich, ob ich arbeiten muss oder nicht.
Also nicht heute, sondern Samstag. Und ich will Samstag nicht arbeiten. Ich habe eigentlich Besseres vor. Aber so, jetzt warten wir mal kurz, weil es kann sein, dass sich da hinten eine Sternmünze befindet. Die wollen wir nicht verpassen. Okay, so werden wir es nicht rausfinden. So aber. Und da ist er auch, da ist er. Kann man auch? Hoch? Okay, versuch's nochmal. So, perfekt. Noch haben wir nichts verpasst. Jetzt nur hoffen, dass wir hier auch wieder. Nein, vorsichtig. Ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, die nutzen wir auch. Denn hier runterzufallen wäre ungünstig. Außerdem haben wir hier, also in dieser Welt scheint es Waschbäranzüge zu regnen. Was mich natürlich durchaus freut, weil das macht mir das Leben um einiges einfacher. Ach Mann, ich mache aber auch immer wieder. So bringt mir der Waschbäranzug nichts. Achso, halt, hier muss ich durch. Boah, schnell, schnell, beeil dich. So, schauen wir mal. Haben wir hier. Ja, da hinten ist die letzte Sternmünze. Die nehmen wir mit. Ja, hier hatte ich schon fast die Befürchtung, dass ich draufgehe, aber hat wunderbar funktioniert bisher. So, was mache ich hier? Was mache ich denn? Okay. Ja, jetzt würde ich mir einen Perspektivenwechsel wünschen. Ah, genau, sonst passiert nämlich das. Oder das passiert. Die Sternmünzen gesammelt, den Tanuki-Suit erreicht und jetzt mit richtig Speed da rauf und die Spitze der Fahnenstange ohne große Probleme erreicht. So macht's Spaß, ja, so gefällt mir das. Das finde ich schön. Jo. Gut, die Mystery Box. Die lassen wir mal, oder ich habe Zeit. Ne, jetzt habe ich, ja, in diesem Part habe ich Zeit, da schnappe ich mir die Box auch nochmal. Was vielleicht ein echter Fehler war. Nein, war es nicht. Dafür kriege ich nämlich eine Sternmünze. Die könnte mir eventuell noch durchaus behilfreich sein. Und ich habe mein Item nicht verloren. Da hatte ich ja jetzt kurz die Befürchtung, dass mich jetzt die Mystery Box einfach mal ein Item kostet. Und das ist mein schöner Tanuki-Anzug. Das wäre schlecht, wenn. Oh, hier geht's wieder. Geschwind wie der Wind. Da wollen wir ja nichts Wichtiges verpassen. So, hier gab's für die. Roten Münzen leider nur ein Leben. Das macht aber nichts. Dafür haben wir bisher nichts verpasst. Keine Sternmünze. Hier sind wir schon wieder beim Checkpoint. Das ist auch nicht schlecht. Und jetzt geht's hier aufwärts. Das ist ja auch mal was Neues. Oh, da ist eine Sternmünze. Ich sehe die Sternmünze. Ich krieg die Sternmünze. Ich hab die Sternmünze. Und jetzt nur noch überleben. Ja, gut. So. Vorsicht. So, und da haben wir auch die dritte Sternmünze. Mensch, das ist ja. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich an meiner Müdigkeit lag. Oder ob
die letzte Spezialwelt echt so viel schwerer war, weil das hier ist ja jetzt nun wirklich überhaupt keine Herausforderung. Ja, so spiele ich Mario. Ich will es nur mal gesagt haben, so spiele ich Mario. Ich bin gut und das liegt jetzt nicht an dem Waschbäranzug, denke ich, hoffe ich. So viel muss ich meine leicht angekratzte Ehre nach dem letzten Part dann doch mal verteidigen. Außerdem kommen wir jetzt noch zum Geisterhaus. Das könnte gut sein, dass mich das... Oh ja. Das hier könnte ein bisschen länger dauern. Oh ja, das hier wird ein bisschen länger dauern. Das habe ich damals bei dem Geisterhaus schon gesagt. Hier muss man sich echt merken, wo genau man denn lang lief. Weil sonst ist man wieder am Anfang. Und ich glaube, als ich das Spiel hier das erste Mal, das Level hier das erste Mal gespielt habe, hatte ich auch einfach riesen Zeitprobleme. Aber gut, jetzt gehen wir mal oben rum. Oben war richtig. Also merken wir uns oben. Außerdem wollen wir ja auch noch die Sternmünzen sammeln. So, hier schalten wir erstmal die Gegner aus. Gucken, ob hier hinten eventuell irgendwo was ist. Hier ist nichts, okay. Nehmen wir hier auch mal wieder oben. Das war falsch. Also merke man sich. Na, das reicht nicht, okay. Oben links, beziehungsweise oben unten. Je nachdem. Boah! Hier. Nein! Ach, verdammt. Das Item wollte ich nicht, aber gut, egal. Also oben links ist soweit akzeptiert. Kann jetzt natürlich auch sein, dass ich einfach die Sternmünzen völlig verpasse, weil ich nicht den richtigen Weg gehe. Ich gehe einfach mal unten rein. Das war falsch. Also oben, unten, oben. Boah, und die Zeit läuft mir davon. Das ist nicht gut. So viel Zeit habe ich dann doch nicht. So, da geht's lang. Oben, unten, oben. Da haben wir einen Checkpoint und zumindest mal 10 Sekunden. 10 Sekunden sind auch besser als nix. So, schauen wir uns hier einfach mal das Geschehen an. Hier ist eine Münze, das würde... Oh, guck mal. Der Gegner hat uns eine Sternmünze gegeben. Das ist auch nicht gut. Gehen wir hier mal oben lang, wo die Münze... Gut, also oben, unten, oben, oben. Oder so. So, das Item lasse ich jetzt getrost liegen. Das brauche ich, denke ich, hoffe ich nicht. Auch nichts Interessantes. So, dann gehen wir auch mal hier rein. Das war soweit richtig. Bisher also ganz gut. Hier auch wieder eine Sternmünze. Das war auch tatsächlich die zweite. Jetzt ist halt nur die Frage, reicht es zeitlich, was ich hier vorhabe? Weil 170 Sekunden stehen auf meiner Uhr und wenn die Münzen weiter mir den richtigen Weg weisen, habe ich hier nicht nur die letzte Sternmünze, sondern bin auch auf ziemlich gutem Wege. Außerdem habe ich jetzt, ja, perfekt. Weil ich habe nämlich mittlerweile auch vergessen, wo ich schon überall lang muss. Aber scheinbar ist das Level doch gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Da die Münzen einem den Weg zu weisen scheinen. Also immer den Münzen hinterher. Außerdem die Goombas besiegen und man bekommt die Sternmünzen. Also das finde ich jetzt echt gut, dass das hier so einfach ging. Da haben wir nämlich auch ohne Probleme 180... Also hätten wir auch so gehabt, aber so haben wir definitiv... 180 Sternmünzen, um hier das
Schloss freizuschalten. Das wiederum überrascht mich, dass hier ein Schloss auf uns wartet. Das gucken wir uns auch direkt an und hoffen, dass wir hier auch noch die 3 Sternmünzen bekommen. Dann ist das Level, dann ist diese Welt nämlich hier sowas von spitze gelaufen. Besser geht's eigentlich nicht. Abgesehen davon habe ich nach wie vor den Waschbäranzug. Das heißt, ich mache mir eigentlich nicht allzu viele Sorgen. Was natürlich nichts heißt, man soll sich ja nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Ganz abgesehen davon, dass es hier ja auch um Zeit geht. Ja, hier ist ja nicht nur hier sind ja nicht nur die Sternmünzen das Problem, sondern das Ganze ist auch zeitlich vielleicht etwas enger. Ja, man weiß es nicht. So, schauen wir mal, wo hier die Sternmünze wartet. Die wartet da. Zweite auch kein Problem. Macht es platt. Wow! Das war alle. Wow. Okay, ich nehme hier definitiv mein Blatt. Ich tippe auf den Touchscreen, damit ich so schnell wie möglich mein Blatt bekomme. Das will ich nämlich. Da bestehe ich drauf. Boah, Bowser. Jung. Ich will dieses Level hier nämlich gut abschließen. Dafür ist dein Blatt definitiv sehr hilfreich. Da kann ich nämlich hier auch einfach an Bowser vorbei. So, und hier warte ich kurz. Gehe an ihm vorbei. Scheiß auf das Blatt. Entschuldigung, das Wort habe ich nicht benutzt. Benutzt man nicht. Ja, genau. Man benutzt das böse als Wort. Macht man nicht. Man flucht anders. Meine Englischlehrerin damals meinte auch mal, man soll die Leute doch nicht mit Arsch beschimpfen, sondern dann bitte After sagen. Also After wäre völlig in Ordnung. Ob das jetzt wirklich besser ist, ist eine andere Frage. Aber ja, ich bin äußerst zufrieden mit diesem Part. Also 17 Minuten, ein bisschen länger. Alle Sternmünzen, alle goldenen Flaggen. Ja, ich bin überrascht. Ich bin wirklich überrascht, dass es so einfach ging. Ich habe auch noch kein Koffein gebraucht. So fit bin ich dann noch. Und ich bin hier jetzt, ich stehe schon in Welt 6.1 und verabschiede mich damit aus diesem Part. Und hoffe, dass ihr gleich weiterguckt mit Spezialwelt 6, sofern ich sie auch schon hochgeladen habe. Wenn nicht, müsst ihr noch ein bisschen warten. Ich gucke, dass ich mich beeile. Ich werde vermutlich auch direkt weiterspielen. Und ja, dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Oder in demselben, wenn ihr das nochmal guckt. Dann seid ihr allerdings auch schon wieder an dieser Stelle. Und völlig egal. Ich rede wirres Zeug. Deshalb verabschiede ich mich jetzt einfach. Auf Wiedersehen.